Ja, und bleiben wir gleich beim Geländespielzeug, das ja auch sehr nützlich sein kann. Dieses hier ist wohl absolut der kleinste und kleinstmotorisierte Geländewagen der Welt, aber er ist deshalb längst nicht der schlechteste, ganz im Gegenteil. Der Hersteller sagt mit Recht, es ist auch getestet worden, wo alle Wege enden. Da helfen hier die 6 Riesen Niederdruckreifen weiter. Wie auf Latschen läuft das Auto durch alles, was sich ihm entgegenstellt. Und die Profile der Reifen dienen dazu, auch Wasser zu bewältigen. Wir können uns das gleich mal im Film anschauen, wie die Schaufelräder eines Dampfers bewegt sich das Auto mit seinen Riesenreifen dann im Wasser. Mit 5 Kilometer vorwärts im Gelände macht es jede fürs Gelände taugliche Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir gleich mal, wie es mit Wasser fertig wird. Der Fahrer braucht überhaupt nichts umzustellen oder zu verändern, etwa eine Schiffsschraube einzulegen, sondern das Auto fährt einfach vom Land in das Wasser hinein und marschiert dadurch. Ja, und das alles mit einem kleinen Zweizylinder-Zweitaktmotor von 20 PS Leistung, der hier unter meinem Sitz liegt. Und auf der Landstraße schafft der Wagen 48. Der Stundenverbrauch beträgt 4 bis 6 Liter. Anders gesagt, wenn man es wirklich auf Entfernungen anlegt, dann braucht man für 100 Kilometer 20 Liter Sprit. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man kann dieses Auto sogar mit einem käuflichen, dazugehörigen Anhänger hinter seinem Auto in das schwierige Gelände fahren, in dem man mit ihm arbeiten muss. Nun, der kleine Zweitakter, der da drunter sitzt, der arbeitet heulend wie eine Turbine. Aber deshalb ist es nicht etwa ein Turbomotor, sondern zum Turbomotor gehen wir jetzt mal über. Da gibt es eine Überraschung auf der IAA, und zwar bei Saab.